Ich bin der Markus Hauruck. Bin jetzt im August, genau, wenn die EM beginnt, werde ich 41. Mein Pferd heißt Texas. Ist meine erste Europameisterschaft und freue mich schon ganz riesig drauf. Das Pferd ist eigentlich ist sehr kämpferisch, bemüht sich immer und wenn es darauf ankommt, gibt es immer alles. Und das macht das Pferd sicher was ganz Besonderes. Ja, ich reite es schon sehr lange schon, aber ich habe eigentlich spät begonnen, erst mit 10, 12 Jahren. Wir hatten nur ein Kutschenunternehmen mit Kutschenpferden und die ersten Jahre nur praktisch ohne Sattel und mit 15, 16 erst richtig professionelle Ausbildung und dann Reitlehrerausbildung und es hat riesig Spaß gemacht und ich bin eigentlich immer im Springsport unterwegs gewesen und der Erfolg macht einfach stärker und es bemüht an und ich bin super zufrieden, dass ich jetzt eigentlich schon ganz vorne dabei bin in Österreich. Ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Es ist ein ganz langer Weg. Man muss natürlich mal ein Pferd haben, man muss die richtigen Turniere bestreiten, man muss es aufbauen, man muss es langsam an den Höhen gewöhnen, immer wieder höher und zum Schluss braucht man eigentlich nur die Qualifikation schaffen und dann noch im Team nominiert werden. Dann kommt man zur EM, einfach gesagt, aber praktisch hat es sehr lange gedauert. Ja, ich muss schon einmal großen Dank aussagen. Auf jeden Fall einmal die Unterstützung meiner Familie. Wir sind eine große Familie. Das würde dann nicht möglich sein, die vielen Turniere zu bestreiten. Natürlich auch Sponsoren. Natürlich, ohne die Sponsoren wäre es nicht möglich. Und selbstverständlich auch den Züchtern, die Pferde, vor allem das Spitzenpferd gezüchtet haben, die Familie Kriegler, die ich schon jahrelang zusammenarbeite und wo man sieht, der Erfolg gibt uns recht, es funktioniert sehr gut und da muss man schon Danke sagen, auf jeden Fall. Also alle Unterstützern, die hinter mir stehen, ein herzliches Dankeschön. Ich bin schon sehr realistisch, also mein großes Ziel war überhaupt mal in Aachen zu starten und das denke ich, dass habe ich jetzt geschafft und man muss schon am Boden bleiben, wenn ich da ein paar ordentliche Runden reiten kann und solide Leistung bringe, bin ich sicher sehr zufrieden.